Oh, damit willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Bloodlatin Nuzlocke. Juhu, mit mir dem Terminus. Wir gehen jetzt in die Top 4. Und ihr hört mir an, ich habe nicht wirklich Bock drauf. Weil da wird ganz schrecklich. Nicht mal bitte. Ja, danke, danke, ja. Ich bedanke mich, weil du tatsächlich gearbeitet hast und ich nicht. Ich will nicht, los geht's. Ich hoffe, die haben zumindest ihre Typen noch. Was heißt, Herr Baro hätte Käfer. Ja, ich habe alle Orden. Leck mich am Arsch, mein Freund. Und Käfer sind ja bekannt hin schwach gegen Eis. Weil viele Käfer fliegen. Das einzige Problem wäre ein Armaldo mit Steinkante. Weil Steinkante kann man nicht mal unbedingt bedrohen. Weil das hat eine hohe Crit-Chance. Und da nicht ich jetzt bin, der die... Neue Haare, interessant. Da es nicht ich bin, der die Steinkante einsetzt, misst sie auch wahrscheinlich nicht. Los geht's. Hallo, ich bin der Pokémon-Liga-Mann Herr Baro von den Top 4. Was auch schön, dich kennenzulernen. Ich sollte noch erwähnen, dass ich ein großer Fan von Käfer-Pokémon bin. Ich esse die gerne roh, weil die so knackig sind. Sie können böse und hinterhältig sein, sehen aber sehr schön aus. Manche nicht. Möchtest du wissen, warum ich Herausforderer hier empfange? Weil ich scheiße bin, darum bin ich der Erste. Also gut, dann wollen wir mal sehen, was du kannst. Ich hoffe, der ist scheiße. Ich hoffe so doll, der ist scheiße. Apropos scheiße, nach der letzten Folge musste ich richtig hart aufs Klo. Der ist vom Himmel gekommen. Er ist ein Satan. Das ist kein... Haben die jetzt schon Legis? Das ist kein Käfer-Pokémon, Kinders. Und ich habe nicht Knirscher. Das gefällt mir nicht. Boah, das gefällt mir hart nicht. Du kleine Hurenmaus wohnst allein in diesem Haus. Wir gucken, was er kann. Wir scouten jetzt. Ich habe Erzwinger. Ich warte einfach und wenn er keine AP mehr hat, ist mir egal. Ich habe echt wenig hier und so gekauft, oder? Wie viele... Ich habe 20 Hyperheiler und ein paar Beeren. Ich hätte noch Geld ausgeben können, das gebe ich zu. Vor allem die ganzen Legis haben ja komische Skins, das habe ich voll vergessen. I see. Das gefällt mir nicht. Richtig kaputt, weil ich krass, nein. Ich hab eine Dollarwelle, hast du das schon gewusst? Bestimmt nicht. Nee, hab ich nicht, ey, wow. Okay, ich gehe mal davon aus, dass Psychokinese. Es ist tatsächlich ein Lead-Set, was heißt, ich muss damit rechnen, dass die auch Tarnsteine werfen. Habe ich so nicht bedacht? Ist natürlich extrem scheiße mit Garados. Pass auf, One-Hit. One-Hit. Es hat jetzt einen versteckten Choice-Bags und kann andere Attacken einsetzen. Okay, Platinum schlägt sich okay. Ich habe echt wenig AP-Heilmittel. Das wird alles ganz schrecklich. Ich frage mich, ob ich hätte Yonagobeeren anpflanzen sollen über das LP. Da wird sie noch zeigen im zweiten Kampf. Okay. Ich sehe, du hältst wenig davon, tatsächlich Käfer-Pokémon einzusetzen. Und ich sehe das so, er hat jetzt relativ schwache Legis. Und die werden immer stärker, bis es sind ja die dann einfach... Oh Gott, die kann Deoxys haben. Aua. Da hab ich geschlagen. Das ist nicht nett. Vor allem, ich hau jetzt schon sehr viele Dunkelklauen raus, die ich noch brauchen kann, weil es gibt auch sehr viele Psycholegis. Mewtwo, Latias, Latios, Deoxys. Wie heißt Lugia nochmal? Aber das habe ich jetzt nicht erwartet. Ihr seid... Ich weiß nicht, ich finde euch hässlich. Aber zu dritt kriegen die... Yo! Alter! Nee! Ich wollte gerade sagen, zu dritt kriegen die Platinum nicht klein, dann krittet der Futzkorb mich. Ja, du hast aber nicht so viel Defensive wie ich selbst. Was ich nicht selbst nenne. Oder bin ich gegen... Das kann jetzt gefährlich. Dance, dance! Shake, shake, shake! Your baby, shake it all around!
Okay, wo ist mein Top-Trank? Ich brauche die Plogge jetzt. Also jetzt wäre halt so... Gibt's ja einen besseren Zeitpunkt als jetzt, um die Schnecke reinzuwerfen? Ich glaube nicht. Aber ich trau mich nicht. Vor allem, es liegen Steine. Ist das zum Kotzen? Aua. Oh, das tut aber... Oh. Ich guck mal kurz, du hattest... Speziell für den 222. Die Schnecke hat wahrscheinlich ein bisschen weniger. Und auch ein bisschen weniger KP. Ich könnte Amnesie spammen. Ich versuch's. Wenn es jetzt Erdkräfte hat, was es nicht haben sollte, was es auch gar nicht lernen können sollte, aber es sollte auch nicht so aussehen, dieses Pokémon. Ist Kismet Wunsch diese Superattacke von ihm? Chirachi. Chirachichi. Ich glaube, Kismet Wunsch ist dieser Stahlseeherr, glaube ich. Stahl speziell, ja. Oh Gott, Lebenstropfen. Ich habe gerade eine Wasserattacke in seinem Moveset gesehen. Aber das ist Gen 8. Es kann Aquawelle lernen. Du hast keine Aquawelle, oder? Gegen Boden-Pokémon? Was haben wir schon gesehen? Psychokinese und Kismet-Wunsch, oder? Bitte keine Aquawelle? Donnerblitz! Ist keine Aquawelle! Er müsste Aquawelle haben. Da kann keine Aquawelle haben, sonst wäre er jetzt draufgegangen. Go fuck yourself, Aaron. Kismet-Wunsch kommt vielleicht jetzt schon runter? Darum Hypertrank? Ich könnte Kumo-Milch, aber wir machen hier... Jeder KP ist wichtig, so leid es mir tut. Ich gehe auf dreimal Amnesie und wenn danach ein physisches Pokémon kommt, dann wechsle ich halt raus. Ist mir scheißegal. Amnesie soll es mir in den Top 4 Kämpfen nicht liegen. Ich finde das auch cool, wie Donnerblitze regnen lässt. Ist wahrscheinlich nicht ganz das, wie es sein soll. Aber was soll man machen? Gut, Amnesie. War nicht so schwach, wenn man denkt, ich habe Amnesie draußen gehabt. Wenn er jetzt krittet, dann bin ich stinkig. Noch eine dritte Amnesie. Energieball. Warum Energieball? Also er muss doch mit Feuer- und Boden-Pokémon rechnen. Egal, ich bin plus 5. Muss reichen. Dann nochmal einen Hypertrank und dann geht's los, der Beckenstoß. Oder ich gehe nochmal auf eine Amnesie, weil ich ja jetzt noch einen Kismet-Wunsch bekomme. Und was auch immer er noch macht. Warte mal, wieso geht er nicht auf Psychokinesen, was Step hat? Wieso ist das Bauchauge offen? Das finde ich eklig. Oh, ich hätte es ihm nicht sagen sollen. Hör auf damit! Ich krieg die ganzen 10% Dingers. Ich gehe nochmal auf. Ich gehe auf plus 6. Ist mir scheißegal. Und jetzt greife ich an. Weil jetzt muss ich nicht heilen. Jetzt grittet er mich. Ne, er grittet mich in der Kismet-Wunsch-Runde. Flammenwurf habe ich einfach mehr von. Wenn er jetzt nochmal die 10% kriegt, dann nehme ich heute nicht mehr Kämpfe auf. Feuer heiß. Natürlich ist mein Spezialangriff nicht geboostet mit Amnesie. Aber wer braucht sowas? Oh, ich habe Sägesang. Ja, das ist nicht hilfreich. Vielleicht soll ich ein anderes Item drauf tun. Ich benutze die Kumo-Milch. Weil ich habe Angst, in der Runde zu sterben, wenn ich es nicht mache. Ich will nicht, dass er krittet. Also generell nicht. Donnerblitz ist okay, weil mit Para kann ich besser umgehen als mit einem Spezialverteidigungsdrop. Damit meine ich nicht, ich brauche jetzt unbedingt eine Para, das wäre so wunderschön. Das war jetzt Absicht. Die mache ich weg. Ich lasse mir alle Zeit der Welt. Das ist das vierte Pokémon. Ja klar. Ist er der Psychotrainer quasi jetzt? Heißt das, er hat die beiden Drachen?
Das heißt, ich kriege einen Kies mit Wunsch irgendwann noch ab. Nächste Runde. Kann ich eigentlich nicht gebrauchen, wenn da ein stärkeres Pokémon draußen ist. Aber wenn er Deoxys hat... Hat Cynthia vielleicht nicht. Das Blöde ist, Deoxys geht auf eine Kampfattacke, damit ich kaufe. Das heißt, da muss ich wechseln. Ich hoffe, er hat jetzt noch ein spezielles Mon. Jetzt noch irgendwas Spezielles, dann ist alles cool für mich. Dann kann ich nochmal ein Platinum gehen für Deoxys Mew. Mew kann alles. Mew ist nicht so toll. Fuck you. Aber das ist okay, jetzt kriege ich den Kiesmeldwunsch ab. Top-Genesung. Gut. Mew mache ich weg. Aua. Vor allem, wenn er jetzt auf Traumfresser oder sowas gehen will, dann ist super easy. Das ist mir Top-Genesung wert, mein Freund. Ich habe nur 40. Oh oh. Egal, ich habe 40 für 5 Kämpfe. Das müsste eigentlich reichen. Andererseits, ich habe nur 40 für 5 Kämpfe. Hilfe. Aber ich brauche nicht 10 pro Kampf, hoffe ich. Das könnte gefährlich sein. Für mich. Wohlgemerkt. Ja, jetzt wissen wir, was er hat. Jetzt kommt die Oxys. Salvi! Freude schön ergeht der Funke. Das sollte ich schaffen. Ja, Flammenwurf. Okay! I don't fucking care! Das ist schön. Daran habe ich alles. An Celebi habe ich gar nicht gedacht, ehrlich gesagt. Was heißt, sind die hatten Deoxys? Da bin ich mir mittlerweile fast sicher, weil Deoxys ist einfach arschstark. Vielleicht hat sie nur Deoxys. Das wiederum wäre voll okay. Finde ich. Bitte jetzt nicht auf Lichtschild gehen? Echt jetzt? Aber so schwer bin ich nicht, oder? Nee. Tschüss! Jetzt müssen wir nur noch um einen Typen. Schnecke hat was in der Top 4 gemacht. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. Schnecke hat was in der Top 4 gemacht. Und gar nicht so schlecht. Die Hälfte vom Gegnerteam des ersten Top 4 Mitglieds. Das bin ich sehr stolz drauf. Schnecke gut gemacht. Vorausgesetzt, Mew kann jetzt nicht irgendwie Dynamic Punch. Und trifft. Du bist schon kacke? Aber vergiss nicht, ich bin das Arschloch hier. Was hat Mew Synchro? Was heißt, ich könnte auch auf was anderes gehen außer Flammenwurf. Aber lohnt sich das? Ich will ihn gerne verbrennen. So für extra Damage. Bin ich nicht dagegen. Yay. Kann ich das ausdauern? Soll ich das ausdauern? Wenn ich es nicht mache, geht er halt wieder auf Hypnose, sobald ich wach bin. Ich gehe nochmal auf den Flammenwurf. Er hat nichts. Er hat physische Attacken, aber wenn es Kehrtwende ist, ist mir das scheißegal. Hui! Ja, guck mal, war besser als einen Aufwecker verschwenden. Und ich krieg den Burn. Okay, egal. Krieg ich den Schwätzdef drauf? Weil ich glaube, er wird noch einmal heilen. Ich mach gerne mal Hypnose, weil ich ein mieses Arschloch bin. Das ist wahr, Herr Baro. Mit deinen Käferpunkten. Die hätten den Text ändern können. Glaube ich, weiß nicht. Haben sie das überhaupt bei irgendwem gemacht? Er hat eine Käferattacke. So ist das nicht. Also wie schnell ich aufwache. Ich habe, glaube ich, Early Bird drauf. Ja. Spätzef drauf. Ich hab dir einen langen Brief geschrieben. Ach komm. Er hat übrigens dreimal meinen Spätzle-Drop bekommen. Zweimal mit Psychokinese und einmal mit Kotzkacke. Das habe ich mir schon gedacht. Ich wechsle nicht raus. Weil ich glaube nicht wirklich, dass Schnecke noch irgendeinen Kampf reißen wird. Deswegen ist mir egal, selbst wenn ich alle AP verschwende. Schnecke hat seinen Teil, ihren Teil der Top 4 gemacht. Wirst du gerade schwächer? Er hat Kräfte. Wir haben halt Zeit. Wir haben heute nichts mehr vor. Ich könnte wechseln, ja, aber ich glaube, die AP sind auf Giratina und so wesentlich wichtiger. Vor allem, was ist, wenn er jetzt noch einen Spukball rausholt? Und plötzlich hart Damage macht. Giratina sollte es überleben, ja, aber er kann halt gerade nur Kehrtwend drücken. Soll ich das wirklich aufgeben? Du müsstest jetzt aufwachen, oder? Oder gibt es die Sleep-Turn-Regel hier noch nicht? Komm schon, du kriegst langsam Damage. Okay, cool.
Nochmal. Ich werde möglicherweise keine Top-Genesung einsetzen, sondern einen Trank. Gut. Papau. Papau. Pikachu. Alter, kann ich bitte meine sekundären Kackdinger von den Attacken bekommen? Das wäre Du bist eine dumme Hure und das finde ich gar nicht toll. Ich hätte jetzt gerne irgendwie Beulenhelm oder so drauf. Gibt das überhaupt schon? Das gibt's erst in Gen 5 möglicherweise, oder? Mit den Items komme ich hart durcheinander, vor allem weil es jetzt 8 Gens gibt. Ich sollte langsam einen Trank einsetzen. Schempau. Geht jetzt auf die Hypnose, ist die Frage. Nee, du bekommst keine Drops, das wäre doch. Ich gehe noch auf eine Attacke. Ja, das habe ich nämlich gedacht. Trotzdem will ich eine Top-Genesung einsetzen. 2 von 40 im ersten von 5 Kämpfen. Das ist absolut im Rahmen. Auch wenn es weh tut. Weil das hätte ich auch durchaus mit Supertränken aussauen können. Will ich aber nicht. Ich kann jetzt auf die. Ich könnte jetzt AP sparen und einfach warten, bis er mich kaputt macht und Supertränken spammen. Also nicht, dass er mich kaputt macht, dass er seine AP verliert. Aber das will ich nicht. Er hat bisher eine Hypnose gemisst, oder? Eine ganze? Cool. Cool. Krieg noch mehr Crits und Sekundärscheiße und alles. Ich krieg's nicht, ich weiß das. Schlafe, ich bin eine Schnecke. Mach auf! Catwendy hat halt extrem viele AP. Und vielleicht hat er AP top drin. Weiß ich nicht. Ey. Du weißt schon, dass ich gerade eine Top-Genesung für dich ausgegeben habe und du schon wieder langsam Richtung Arsch gehst. Achso, du bist aufgewacht, das ist ja schön. Kannst du einfach kritten, dann würde mir reichen. Vielleicht. Ratet, was jetzt kommt. Eine Hypnose, die trifft. Oh, man muss sich nur beschweren im Universum. Verreck an Feuer, Arschloch. Gegen Ho-Oh könnte ich mich nochmal aufboosten, aber was bringt mir ein Spätzdef-Boost, wenn da irgendwas Physisches kommt? Ja, das ging. Das war ein bisschen ärgerlich jetzt mit Mew am Ende, mit Hypnose, aber was soll man machen? Ich werde die Niederlage eingestehen, weil ich bin ein Arschloch, was einfach jede Runde auf den Lose geht. Ja. Cool, Geld bringt mir viel. Ich habe mit dem schönsten und gefürchtesten Pokémon verloren. Ich habe verloren, weil ich nicht gut genug war. Das ist wahr. Das heißt, zurück ins Trainingslager. Hiha, halt's mal. Dann will ich aber sagen, falls euch diese Folge gefallen hat, dann noch bitte positiv bewerten, kommentieren, abonnieren. Wir heilen jetzt noch unsere Pokémon. Mit ein paar super Tränken, die ich habe. Ich merke gerade, das ist ein teures Unterfangen. Du kriegst volle KP, ist mir scheißegal. Und dafür benutze ich meine Tränke, weil ich die ehrlich gesagt nicht mehr im Inventar habe. Ha, das heißt, zwei Tränke weg, dass ich die in der Top 4 benutze, ist lustig. So, nochmal. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann noch bitte positiv bewerten, Kommentare abonnieren. Bis beim nächsten Mal wieder. Discord-Link ist in der Beschreibung. Und dann bekämpfen wir, glaube ich, wer kommt als nächstes? Die dicke Bertha mit ihren eigentlichen Boden-Pokémon, oder? Ja. Käfer, Boden, Feuer, Psycho sind ja. Juhu! Terminus raus. Bye, bye.